Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Animal Crossing New Horizons. Ja, und hier ist ein Luftballon am nächsten unterwegs. Wahnsinn, einfach nur, was hier abgeht. Ich habe noch ein kleines bisschen gefarmt in der Zwischenzeit. Ich habe leider noch keinen Barsch gefangen, aber generell noch ein paar Vögelchen, ein paar Fische. Ich sehe dich, wo das Geschenk ist. Was habe ich jetzt eingesammelt? Oh, da war wirklich noch mal was drin. Ein Häschentag-Tisch. Wir lernen jede Menge Rezepte. Ich habe in der Zwischenzeit auch noch was anderes gelernt. Das müssen wir uns einfach noch angucken. So. Zack. Und noch ein Ei. Oh, jetzt ist meine Schleuder auch kaputt. Genau, eine neue Schaufel habe ich gelernt. Das hat mir hier... Wie heißt nochmal das Känguru? Ich komme gar nicht auf den Namen von ihr. Die hatte mir auf jeden Fall das Rezept gegeben. So, und hier haben wir Ichthyologe abgeschlossen. Fülle deine Faunapedie vollständig mit Fischen und verdiene viele Pfeilen. Was? Meilen. Kannst du alle Fluss- und Meeresbewohner erwischen? Hm? Kleinvieh-Fischfan. So, nochmal 300 Meilen. Guck mal, 3260 Meilen haben wir jetzt heute schon wieder. Aber warte mal, wir haben noch mehr. Kriegen wir denn noch? Ich höre mich schon an wie Eugene. Angellegende. Eine wahre Legende entgeht kein einziger Fisch. Um dir diese Meilen zu verdienen, musst du mehrere Fische in Folge an Land ziehen, ohne dass dir einer entwischt. Ja. Beifangfisch. Nochmal 300 Meilen. Seht ihr? Ich hab's langsam drauf hier. Habe ich noch irgendwas? Ballonschütze. So, das hatten wir schon mal. Schwerelose Luft. Auch nochmal 500 Meilen. Gucke mal da. Ah ne, warte mal, da war kein Punkt mehr. Aber hier Bastelanleitungen. Oh Gott, oh mein Gott. Kirschblütenpochette? Heißt das Pochette? Das ist so eine Augenbinde. Oh mein Gott. Wir brauchen dringend mehr Kirschblüten. Erdglückseier für den Häschentag-Tisch. Also wir müssen das ganze Häschentag-Set am besten bauen. Das wäre mega, wenn das irgendwie hinhauen würde. Dafür habe ich jetzt, glaube ich, alles. Nein, mir fehlt ein Laubglücksei. Toll. Und die habe ich verkauft, ne? Wahrscheinlich kriegen wir die erst nach einem Tag warten wieder. Nee. Ich hatte doch eine neue Schaufel gelernt, dachte ich. Vielleicht war es auch keine neue Schaufel. Das wäre natürlich schade. So, aber wir können jetzt... Oh. Kirschblüten. Kirschblüten. Eine. Juhu. Und noch eine. Yay. Oh, mega cool. Ich will das Teil jetzt als erstes bauen, bevor wir irgendwas anderes machen. Dann habe ich aber, glaube ich, keine Brille mehr auf, ne? Aber macht ja nichts. Warte mal, habe ich überhaupt noch Platz im Inventar? Ah, ich habe eben noch reingeguckt und ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ja, wir haben noch zwei Plätze frei. So, die Girlande können wir nicht machen. Genau, etwas herstellen. Ich muss ja auch noch eine neue, was muss ich denn neu machen? Eine Schaufel? Und ich habe keine Schleuder mehr. Oh, dann wird's ja wieder... Es wird wieder eng. Ja, wir stellen erstmal die Schleuder her. Gott, ich kann bald nicht mehr sitzen. Ich nehme jetzt schon so viele Folgen am Stück auf. Die Schleuder ist fertig. Weitermachen. So. Weil das will ich jetzt herstellen. Haben wir jetzt genau die 6 Kirschblüten. Also da muss ich echt... Also Kirschblüten muss ich schön brav weitersammeln. So, jetzt bin ich da mal gespannt. Genau, den Guppi habe ich auch, den habe ich ihm aufgefangen. Ah nein! Anstatt dem Rucksack haben wir die jetzt am Rücken. Was ist denn eine Pochette? Ich habe keine Ahnung, was eine Pochette ist. Ist das überhaupt so ausgesprochen? Aber es ist voll süß. Das ist voll niedlich. Ich hätte dazu nur ganz gerne ein anderes Oberteil. Guck mal, da ist schon wieder eine Kirschblüte. Das ist schwierig, die Blüte zu fangen, wenn ich nicht sehe, wo sie ist.
Ich krieg sie nicht. Jetzt habe ich einen Baum gehauen. Naja, gut. Also, ich wollte zu Eugene, denn ich wollte jetzt heute alles abgeben, was wir noch haben. Hier den Guppi. Tada, den kennt ihr noch nicht. Den Döbel hatten wir, glaube ich, schon abgegeben. Aber, doch, den Guppi hatte ich zweimal. Aber die Nasenschrecke, habt ihr die gesehen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall genügend jetzt, was wir noch abgeben können hier, damit dann über Nacht das Museum gebaut werden kann. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich auch die letzte Aufnahme sein, die ich heute am 1. April mache. Dass ich dann, das Dings entwickeln kann über Nacht. So, ich würde euch gerne erstmal den Guppi geben und die Königslibelle. Die Schrecke, die gebe ich dir noch gar nicht, weil vielleicht brauche ich noch später irgendwas. Die nächste Aufgabe, das weiß ich nicht. Ja, erzähl mal was zum Guppi. Ha, sind Guppis nicht einfach reizend? Ich finde Guppis auch total süß. Form und Farbe ihrer Flossen sind bei jedem Exemplar anders. Oh ja, sie wissen, wie man Aufsehen erregt. Ob sie wohl Schönheitswettbewerbe abhalten? Und ob sie mich wohl als Juroren einladen würden? Und das war's im Groben. Ja, also Guppis sind süß. Guppis sind wirklich goldig. Müsst ihr mal nach googeln, wenn ihr nicht wisst, wie Guppis in echt aussehen. So. Ich gebe ihm die Nasenschrecke. So. Ja, ich will mehr erfahren. Als ob Heuschrecken nicht genug wären, müssen wir auch noch Nasenschrecken ertragen. Diese traurigen Gestalten sind für ihre langen Hinterbeine und Köpfe bekannt, daher auch der Name. Doch das ist noch nicht das Schlimmste, denn bei Gefahr spucken sie eine braune Flüssigkeit. Da dreht sich an mir der Magen um. Uhu. Na, in jedem Fall, alle herzlichen Dank für ihre wundervolle Spende. Aber das bedeutet ja... Hurra, es ist geschafft! Wir haben nun die erforderliche Anzahl an Ausstellungsstücken. Nun steht der Baugenehmigung für ein richtiges Museum nichts mehr im Wege. Und oh liebe Güte, ich muss ja alles für die große Eröffnung vorbereiten. Es gibt ja so viel zu tun. Huhu. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, Kadi. Oh, ich bin gespannt, was dann morgen, wie es dann im Museum aussieht, wenn da alles ausgestellt wurde. Ich denke mal, da können wir ihm vielleicht morgen die Libelle geben. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das so läuft wie in Stardew Valley, dass wir in regelmäßigen Abständen... Oh, der Catcher ist auch schon wieder kaputt. Dass wir in regelmäßigen Abständen dann Belohnungen dafür bekommen, wenn wir hier Sachen abgeben. Wäre meine Vermutung. Wie viel Holz habe ich eigentlich mittlerweile? Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich Neues brauche. Ich habe keine Axt mehr. Ich habe keine Axt mehr, ich habe keine Angel mehr und ich habe keine... keine Axt, keine Angel und kein Kescher. So. Wie süß einfach das kleine Täschchen ist. Wie süß dieses kleine Kirschblütentäschchen ist. Mega niedlich. So, die Angel. Dann habe ich fast keine Äste mehr. Für den Kescher brauche ich aber auch Äste. Wie viel brauche ich denn für den Kescher? Auch 5. Okay. Gut, dann müssen wir uns da als nächstes drum kümmern. Habe ich denn überhaupt noch so viel Platz im Inventar? Wird wahrscheinlich langsam eng werden hier. Ja. Aber ich habe auch noch... Ich habe ja noch ein paar Äste. Schütteln wir mal. Ja, ein Ast. Noch ein Ast. Damit haben wir alles, was wir für den Kescher brauchen. Oh. Oh. Also langsam werden wir hier richtig reich, ne? Naja, richtig reich ist übertrieben, aber... Oder war ein Kirschblatt, Kirschblütenblatt und ich hab's übersehen. Hi.
Oh Gott, meine Haare. Ganz ehrlich, ich sehe das immer in der Cam. Meine Haare sind so dünn, ne? Also, Katastrophe. Mich ärgert das immer total, dass ich so super dünne Haare habe. Damit kann ich mal nichts anfangen. So. Etwas herstellen. Kescher. Zack. So, und dann können wir nämlich jetzt wieder... Wie süß wir einfach nur aussehen. Wie gesagt, also ich mag den Rock nicht, aber... So, die Pfirsiche kann ich verkaufen. Wir müssen ja auch immer noch irgendwie versuchen, die Sternis zu verdienen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir die verdienen könnten. Sonnenbarsch verkaufe ich jetzt mal nicht. So, okay. Den einen Guppi können wir verkaufen. Sollen Muscheln verkaufen, das heißt, wir verkaufen die Riesenmuschel. Habe ich sonst nichts mehr an Muscheln? Das ist schade. So, wie viel kriegen wir denn dafür? 4000 Sternis. Jawohl, abgemacht. Das ist... Oh, cool. Gib Sternis Art, das war dafür. Aber hier habe ich jetzt was abgeschlossen. Profi-Pflücker. Für den Verkauf bestimmte... Ah ja, genau, das hatten wir ja schon mal. Frühe Frucht, nochmal 5000 Meilen. Guck mal, wie viele Meilen wir heute schon wieder gemacht haben. Das ist Wahnsinn. Und meine Augen... Boah, ich sitze, glaube ich, echt langsam zu lang vom PC hier. Den Schwalbenschwanz hätte ich auch noch verkaufen können. Aber wir könnten mal noch gucken. Nuckmeilen einlösen. Werkzeugring, ein Muss und Alltagswerkzeuge A bis Z. Das können wir uns beides leisten. Also, Alltagswerkzeuge A bis Z. So. Einmal Handy dran halten. Ich lasse jetzt mal ganz kurz die Cam ausgeblendet. So. Wie sie sich freut. Jetzt kann ich Werkzeuge herstellen, die nicht so schnell kaputt gehen. Das wird mein Leben verändern. Das ist definitiv eine coole Sache. Ich hoffe nur, dass jetzt das nicht auch von den Materialien teurer wird. Das wäre doof. So, Werkzeugring. Einlösen. So. Das erleichtert mir wohl den Zugriff, habt ihr mir geschrieben. Ach so, ist das alles klar. Ich habe gelernt, wie man Werkzeuge schnell wechselt. Ich kann draußen jetzt auf das Kreuz nach oben drücken, um den Werkzeugring zu öffnen. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ja, und jetzt bräuchten wir nochmal, für die Designs bräuchten wir auch nochmal 800 Meilen. Die habe ich jetzt nicht mehr ganz zusammen, da muss ich nochmal ein bisschen was machen. So. Oh, das ist mega praktisch. Das ist richtig praktisch. Definitiv. Und was habe ich jetzt mit den Werkzeugen? Habe ich jetzt nochmal mehr Werkzeuge gelernt? Jetzt kriege ich hier Schluck auf, oder was? Ja. Steinaxt. Axt. Für die Axt. Was ist denn los hier? Für die Axt brauche ich Eisenerz. Ah, und ich brauche auch immer eine Wackelaxt. Okay. Ah, okay. Ja, guck mal. Habe ich doch bei manchen Sachen schon einen Kescher? Ja, guck. Da kann ich doch das eine oder andere sogar verbessern. Ja, habe ich ja schon einige Materialien für zusammen. Interessante Uhrzeit übrigens gerade. 14.40 Uhr. So, ich würde mich jetzt aber für heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Morgen werden wir mal gucken, dass wir vielleicht das ein oder andere Werkzeug aufwerten. Und dann ist ja auch das Museum fertig und die neuen Schuhe sind da. Also dann macht's gut und bis dahin. Tschüss, Pikachu. Heuschrecke!